Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und am Anfang, wie habt ihr die Spielauswahl? Okay, Gear Up. Ich hatte ja schon ein Spiel, das so ähnlich gewesen ist. Ich glaube Robocraft. Genau, also das Spiel hat auch Roboter-Action im Mehrspielermodus und will erstmal 1,2 GB installieren und mal schauen, wie viel es dafür runterladen will. 650 MB, das sollte jetzt auch nicht so ewig dauern, bis ich dann gleich ins Spiel starten kann. Ja, damit bin ich im Spiel und ja, was soll ich jetzt machen? Also wahrscheinlich einfach erstmal losspielen oder muss ich mir vorher ein Fahrzeug bauen? Starte ich einfach mal mit dem Spielmodus und hoffe, dass mich das Spiel noch irgendwie an die Hand nimmt und sagt, was ich jetzt eigentlich genau anstellen soll. Team Deathmatch. Okay, neuer Versuch. Okay, also erstmal etwas chaotisch. Okay, ich bin schon das erste Mal draufgegangen. Super. Und das heißt, der hat anscheinend bloß einen Treffer gebraucht, um mich platt zu machen. Und dann gehe ich wohl mal davon aus, dass ich nicht allzu... Ups. Okay. Die Spielfelder sind begrenzt. Und damit habe ich gleich die erste Errungenschaft freigeschaltet, dass ich irgendwo hier ins Wasser gefallen bin. Super. Also was genau kann ich jetzt... Okay, der Schadensdings scheint durchaus recht schnell zu sein. Ich habe ja gesehen, dass bei ihm auch schon einiges an den grünen Balken verschwunden ist, aber das nützt noch nicht allzu viel. Und ja, wahrscheinlich das Problem von wegen Gear Up, dass ich das auch zwingend benötige, um hier in irgendeiner Form auszuhalten. Hey, jetzt hätte ich vielleicht fast meinen ersten... Also irgendwie komme ich mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Weil wo ist jetzt hier tatsächlich vorne und wo ist hinten? Habe ich jetzt irgendeine Begrenzung? Oh! Ha, ich habe einen abgeschossen. Aber ich glaube, meine Waffe ist jetzt leer. Das heißt, es gibt nur eine sehr beschränkte Menge an Schuss. Und hier ändert sich auch ständig alles Mögliche. Okay, was mache ich jetzt, wenn ich keine Munition mehr habe? Einfach einmal sterben, damit ich wieder aufladen kann. Was ist das denn für ein Gase? Wo bekomme ich denn hier Munition her? Ah, da oben liegt was. Sieht das nach Munition aus? Hey, Munition holen. Jawohl, 20 Schuss. Okay, also es ist immer noch etwas sehr hektisch. Die Kamera ist mir etwas zu unruhig. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich die... Hey, Doppelabschuss! Super! Nächste Errungenschaft freigeschaltet. 2 Kills in a row. Also auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Und getötet werden. Super! Okay, jetzt dauert es wieder ein paar Sekunden, bis ich wieder mitspielen darf, aber immerhin habe ich meine ersten 2 Abschüsse und die auch noch hintereinander. So, erstmal hier Munition holen, was mir nichts nützt, weil ich hatte noch volle Munition. Okay, die wird auf jeden Fall nicht drauf addiert. So, mal gucken, wo ist denn jetzt hier der nächste? Da ist der nächste. Auf jeden Fall kann man ziemlich ungeniert fahren, ohne Unfalltod. Ah ja, ich kann also auch einfach gegen die Dinge fahren und genug Schaden nehmen. Gut. So, okay, Munition einsammeln war wieder sinnlos.
Das da ist wahrscheinlich auch nur möglich für Reparatur. Da hat mich schon wieder einer angeschossen. Ja, super. Und der hat auch gleich zwei Kanonen und sonstiges Klimbim. Was ist das jetzt? Jawohl, ich habe einen erledigt. Und ich wurde von Blue erledigt. Er sieht auf jeden Fall um einiges massiver aus als ich. Naja, ich bin ja mal gespannt, ob nach dem Match, ob das mir irgendetwas gebracht hat. Im Sinne von besserer Ausrüstung oder irgendwas, damit ich meine Sachen aufrüsten kann. Ja, super. Den habe ich jetzt nicht mal gesehen, von wo der geschossen hat. Das muss auf jeden Fall ein anderer gewesen sein, als der, mit dem ich mich gerade angelegt hatte. So, noch 20 Sekunden. Kriege ich hier noch einen Abschuss zustande. Jawohl. Pixar ist noch erledigt. Boah, der hat mich echt fast mit einem Treffer erledigt. Aber immerhin bin ich irgendwo gegengefahren, um dann den Restschaden zu verursachen. Also ihr Ergebnis, nix von 13. Super, Gegner zerstört 4, Gesamt 1G. Irgendeine Währung, Treffsicherheit 24%, Erfahrungspunkte verdient 140 und 9-mal gestorben. Okay, geht jetzt das gleich weiter oder... Ah, okay. Und da bin ich jetzt aber irgendwie alleine drin oder was? So, Teile-Shop. Ich habe jetzt insgesamt 6 von diesen Dingern und ja, da braucht man dann also hier diese verschiedene Spielewährung, die man offensichtlich zwar verdienen kann. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Und natürlich mal nachgucken, wie teuer denn das Zeug ist. Okay, man kann bloß das Premium als solches erwerben mit 20 Euro. Da wäre dann natürlich mal die Frage... Was steckt da drin? Ja, es gibt anscheinend nur Multiplayer und keine Möglichkeit, auch irgendwas Singleplayer-mäßig zu machen. Na gut, das ist bei solchen Arena-Spielen ja ohnehin unüblich. Aber spannend wäre es trotzdem gewesen. Also, Gewicht, Panzerungspunkte könnte ich dazu bekommen. Nicht im Besitz. Im Besitz habe ich aktuell gar keine. Unterstützung, Minigun. Schaden geht ja erst um 1,5, 2,8, 16, 12, Autorepair, Automatic but slow repair of your tank. Waffen, Revolver, 50 Schaden, vor den Bomben ab, die vor der Explosion auf dem Boden herumhüpfen. Ja, kein Wunder, dass die mich so schnell weggeballert haben mit einem so einem Teil. Und ich kann maximal 6 Teile erwerben, oder was soll das heißen? 0 von 6 Teilen. Die Aussicht begeistert mich schon gleich 0, weil das heißt, dass ich ja gerade mal einen von diesen... Ja gut, eine Verzierung werde ich wahrscheinlich am allerwenigsten brauchen. 0 Stunden, 3 Minuten, was heißt das denn? Heißt das, wie oft ich damit gespielt habe? Das heißt, dass ich das 3 Minuten lang benutzt habe? Kaufe die Basic-Version, um ihre Fahrzeuge in zusätzlichen Farben lackieren zu können. Aktuelle Panzerungspunkte 70, Schaden pro Sekunde 43, also wenn ich treffe. Und das heißt, ich kann auch nur in der Premium-Version hier verschiedene Sachen eintragen. So, dann benennen wir den jetzt mal richtig. Achso, das Anden ist dann nur die zusätzliche Ausrüstung. So, der Geschützturm. Und dann machen wir die Wanne auch noch blau. Das passt doch schon mal viel besser. Und damit auf in einen kein Deathmatch. Ich will mal dieses Conquest ausprobieren. Confirm. Hör doch mal auf, dich zu drehen. Mir wird ja ganz schwindelig. Spawn-Position auswählen. Okay, Team Rot, Team Blau. Aha, hier geht es dann also... wo bin ich denn? Team Blau.
Gut, dann wäre es vielleicht sinnvoll. Okay, wo bin ich denn jetzt? In welche Richtung schaue ich denn gerade? Ah, okay, das bin ich an der Stelle. Das heißt, ich kann jetzt den Punkt hier übernehmen. Okay. Count Center is under attack. Und da kommt schon einer, der mich hier vertreiben will. Drei Sterne-Dingsbums. Super. Das heißt, er kann mich mit einem Treffer wegputzen. Ja, für den ist es jetzt zu spät. Und dann von da aus nach oben, um den Punkt. Ja, zu spät. Der ist schon. Oh, ich habe ihn fast erledigt. Einen Treffer hätte ich noch gebraucht. Los, Leute, den kriegt ihr doch klein. Den habe ich doch schon gut vorbereitet. Und los, jetzt holen wir uns die Center-Basis zurück. Ich weiß ja nicht, was da immer für Blumen hochkommen. Mal gucken, wenn wir hier zu zweit stehen, müsste das doch bestimmt schneller gehen. Da kommt schon wieder einer. Hat er mich gleich wieder weggeschossen. Aber wir, nee, wir haben es noch nicht. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen was anstellen. Ah, jetzt ist der andere auch unter Attack. Aber der wird jetzt gerade aufgebaut. Okay, wo kommt hier jemand? Sehe ich die eigentlich vorher schon? Da ist doch gerade jemand aufgetaucht. Der fährt hier irgendwie hier unten drunter rum. Ups. Schnell dahinter verstecken. Und nix wie weg. Ein bisschen in den Blumen verstecken. Naja, hat auch nichts gebracht. Die halten nicht wirklich irgendwas ab. Und unser Blau ist schon wieder entladen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Wieder ins Center. Da hinten wird anscheinend nicht gekämpft, aber 35 Schaden. Na, nix so einfach. Ich verschwinde lieber. Haha. No. Mano. Verstehst keinen Spaß oder was? Auf jeden Fall sieht das nicht so aus, als würde Team Blau noch in irgendeiner Form gewinnen. Okay, da kann ich nicht hin. Aber hier kann ich hin. Da ist doch gerade ein Roter gewesen. Ah, Sauerei. Bevor ich mich orientiert habe, bin ich schon wieder weggeschossen. So, wie komme ich jetzt am schnellsten auf die andere Seite? Um ganz genau da drüben den Punkt zu retten. Ja, na super. Die Sterne heißt, dass die so gut ausgerüstet sind, oder was heißen die drei Sterne? Weil letztlich ist an der Stelle irgendwie ein bisschen langweilig. Ah, das ist jetzt das Eigenteam. Da hinten kommt doch schon wieder einer. Sie nehmen einen Turm ein, 50 XP. Aber wir müssen den anderen Turm verteidigen. Wie weit kann ich denn überhaupt mit dem Ding schießen? Komm, jetzt lass mich wenigstens mal meinen ersten Abschuss machen. Oh, Wahnsinn! Tja, lieber genauer zielen, statt irgendwie sonst wie rumzuklicken. Da sehe ich doch dann nichts. Jetzt haben wir schon fast keinen Spawnpunkt mehr. Aber in der Halle können wir immer anscheinend spawnen. So, dann nehmen wir mal den Punkt jetzt wieder ein und gucken, wo die anderen Typen rumfahren. Hey, jetzt fahren wir doch nicht ständig in die Haxen.
Da hinten kommt schon wieder ein roter. So, wir haben jetzt den Punkt gleich eingenommen. Und da kommen sie schon wieder. Ja, nee, doch. Was jetzt? Habe ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Von der Saalkuh bin ich wieder erschossen worden. Bei 1000 ist wahrscheinlich eh vorbei. Nach vorne. Okay. Niederlage. Immerhin hat meine Teilnahme ein G gebracht. Super. Also in der Hinsicht wird es eine ganze Weile dauern, bis ich in der Lage bin. Das Gesamt ist etwas abgeschnitten. Aber bis ich dann wirklich mehrere Sachen kaufen kann. Aber da ich sowieso nicht viel lagern kann, ist es eh wurscht. Okay, dann geht's jetzt los. Achso, jetzt bin ich blau, rot, meine ich. In Rot sieht's ja blöd aus. Da färbe ich den extra blau ein und dann kommt der als rot raus. Wie unpraktisch. Wo muss ich denn eigentlich hin? Okay. Unter Wasser ist nicht so ideal. Gut, wasserfest sind die Dinger auf jeden Fall nicht. Dann also von der anderen Seite nach oben. So, wo ist denn da der Punkt, der eingenommen werden soll? Da blinkt irgendwas. Da hinten blinkt was. Ah ja. Gut. Nein, ich bin jetzt blau. Ich stehe hier und das ist mein Punkt. Okay, da kommt noch ein roter. Anzeigen zur großen Karte. Okay, da ist gerade wieder ein blauer verschwunden. Okay, ich verstecke mich schon mal hier unten. Okay, wir haben den Punkt eingenommen. Jetzt geht's zum nächsten. Irgendwie scheint blau jetzt nicht sehr präsent zu sein. Ah, blau ist da oben irgendwo. Ich will natürlich auch noch jemanden abschießen. Okay, der ist auf meiner Seite. Da ist doch irgendwo blau. Hier krutscht doch irgendwo ein Blauer rum. Wo steckt der denn? Also hier die unterschiedlichen Ebenen alle zu finden oder alle sicher zu halten, das ist schon... Hey, da hat jemand geschossen. Bewegung, ausweichen. Wer schießt hier auf mich? Underground ist under attack. Ja, hier ist blau. Hey, noch ein paar Treffer und ich erwisch den noch. Aber so richtig klappen tut es nicht. Hey, der kann fliegen? Ja, ich habe ihn erledigt. Hier wird nicht rumgeflattert. Ich hole dich auf den Boden zurück. Ja. Wir haben Underground. Ups. Mich verstecken, damit... Ah, ich kann ja mal hier auch mit nach oben fahren. Um den Platz besser bewachen zu können. Mal gucken, wie weit es da nach oben geht. Ui, cool, da oben fährt nämlich schon blau rum. Haha, ich habe einen zweiten abgeschossen und bin gleich wieder runtergefallen und habe auch gleich wieder Reparatur bekommen. Juhu! So ein Ding zu beschützen ist doch schon ganz lustig. Auch wenn ich jetzt mit den anderen jetzt nicht wirklich viel im Kontakt bin, aber ich halte den Punkt aufrecht und wir sind schon 300 Punkte im Vorsprung. Ich weiß nicht, ob die Punkte direkt abgezogen werden. In dem Moment, wo ein so ein Ding wechselt. Hopp. Ha! Dich habe ich umgefahren.
Oh, ich habe keine Munition mehr. Verdammt, wo kriege ich neue Munition her? Da draußen. Da ist Munition. Nee, keine Munition. Was ist das, eine Rakete? Okay, das war Munition. So, da ist doch jetzt da unten drin. Oh, der hat fast den ganzen Punkt erobert. Das ist nicht gut. Wo ist er denn jetzt hin? Und vor allem, wie hat er das geschafft, den so schnell zu erobern? Und ich brauche vor allen Dingen Heilung. Da ist noch mehr Heilung. Keiner da. Doch, da hinten kommt einer. Ups. Schnell weg. Sonst werde ich noch abgeschossen. Jawohl, dreifach Abschuss. Coole Sache. Triple Kill. Und jetzt wird aufgeladen. Aber ich muss mich nochmal reparieren. Bis der Punkt besetzt ist. Hey, diesmal geht es bloß bis 600 Punkte. Dann haben wir ja gleich gewonnen. Juhu! Hey, ich habe sogar Sieg mit zwei weiteren Punkten. Mit diesem, wie auch immer diese Währung heißt, bekommen. Auf jeden Fall bin ich auch schon einen Rang aufgestiegen. Ich bin jetzt ein Grünschnabel-Kanonier. Ah, okay, also immerhin bekomme ich anscheinend pro Rang, den ich aufsteige, auch einen weiteren Teilbereich dazu. Na, dann gehe ich doch jetzt doch mal den ersten Teil shoppen und gucke mal, was ich hier irgendwie noch mitnehmen kann. Unterstützungsfassung, naja, das mit den Schriften reicht irgendwie nicht so ganz. Leicht gepanzerte Geschützung mit viel Intelligenz. Wir wissen nicht, ob es etwas mit dem Roswell-Vorfall zu tun hat. Kann man sich verstecken? Minen. Getriebe. Als Spinne rumzulaufen oder als Floh rumzuspringen. Schleimball. Seitwärts gleitfähiger Alien-Schleimbar. Ist das sicher? Fragen Sie mich nicht. Okay, aber erstmal glaube ich, ist eine wuchtige Kanone ganz praktisch. Die kosten alle 6. Was kriege ich denn noch hier für irgendwie zusätzliche Panzerungspunkte? Also mein aktuelles Fahrzeug hat 70 Panzerungspunkte. Aber, ah, okay, hier stehen die einzelnen. Also die Wanne hat 10 Panzerungspunkte und Gewicht 1. 15 Panzerungspunkte, Gewicht 2, Rotationsgeschwindigkeit 3, Unterstützungsfassung 2. Das heißt, ich könnte 2 Unterstützungen einbauen. Panzerungspunkte 45. Maximale Geschwindigkeit 35 und Gewicht 8 und hier ist dann Schaden 35. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall Unterstützungen einbauen. Also Teile-Shop, Unterstützungen. So, Minigun. 200. Automatischer Laser. Automatisches Laserfeuer. Also mal den kaufen. Kann man davon mehr kaufen? Wahrscheinlich nicht. Und noch ein Laserstrahl. Verschießt zwei dünne, aber präzise Laserstrahlen. So, mal gucken, ob ich die zwei Unterstützungsteile in meinen Teil einbauen kann. Also Fahrzeug bauen. Unterstützungen. Wie funktioniert das jetzt? Ah, okay. Eine links, eine rechts. Und die Waffen machen wir mal wieder hell, damit ich weiß, wo geschossen wird. Panzerungspunkte sind zwar gleich geblieben, aber Schaden pro Sekunde ist dann leicht gestiegen. Hier kriege ich dann noch einen weiteren Slot freigeschaltet, wenn ich der zumindest beitreten sollte. Aber nee, muss ja nicht sein. Also, auf zum letzten noch ein Deathmatch. Team-Deathmatch? Nee, dann will ich lieber ein einzelnes Deathmatch machen, wo jeder gegen jeden. Sonst sehe ich ja wieder meine Einfärbung nicht. Das wäre ja dann langweilig. So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis die Verbindung da hergestellt wird. Oh, da sind schon welche mächtig am Daddeln. Noch 3,5 Minuten. So, erstmal gucken, wo hier die Feinde sind.
Nein, nicht ich mich angucken. Jawohl. Platt gemacht, den Kerl. Da hinten ist doch noch einer. So, erstmal ein bisschen Reparatur. Und dann... Knapp vorm Runterfallen. Meins. Meine Güte, ist hier was los. Abschusshelfer. Oh, ich habe keine normale Munition mehr. Verdammt. Okay, wie viel habe ich denn? Ein. Oh, das ist aber nicht viel. Und der andere ist mit 23 im Vorsprung. Aber Ausrüstung hilft auf jeden Fall. Aber können sicherlich auch. Wegfahren, wegfahren. Uff, das war knapp. Und gleich wieder platt gemacht. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Getting started. Destroy 10 enemies with default starter cannon. Jawohl, ich habe 10 Feinde schon mit der Standardkanone erledigt. Ja, man kann immer nie wissen, wo hier der nächste Feind auf einen wartet. Toll. Aber zumindest bekommt man dann den angezeigt, der einen gerade erledigt hat. Oh, der hat jetzt kaum noch Energie oder noch kaum Panzerung. Der wäre so leicht zu erledigen. Aber das ist der, der ohnehin ganz vorne dabei ist. Halt immer schön die richtigen, immer schön abwarten, bis man... Hey, ja, super. Also allein ein dickes Fahrzeug mit viel Panzerung nützt einem gar nichts. Wenn man nicht trifft oder zu oft getroffen wird. Na gut. Also noch hektische eine Minute. Komm. Hey, da, der Sudden. Den will ich gleich abschießen. Komm, wo steckst du? Ich habe dich doch gerade gesehen. Na, der lohnt nicht. In die andere Arena rüber. Ne, das ist die falsche Seite. Jawohl, einen habe ich erledigt. Da hinten ist noch einer, der da im Ausguck steht. Jawohl, Doppelabschuss. Nein, nicht so einfach. Oh, verdammt. Dieses Nummerngestell hat mich schon wieder erledigt. Der hat mich doch vorhin erst aufs Korn genommen. Hey, wo stehe ich denn jetzt? Okay, Spielephilosoph in der Mitte. Verdammt. Kann doch echt nicht wahr sein. Weicht da einfach aus. Komm, noch ein, zwei schöne Abschüsse hier. Okay, keine Abschüsse mehr. Okay, Platzierung nix von 15. Sehr witzig. Ab wann bekomme ich denn da in die... Nee, die nächste Karte spiele ich nicht mehr mit. So, zum ersten Kennenlernen, denke ich, reicht das ganz gut. Zwei Teile habe ich gekauft. Im zweiten Rang bin ich ganz gut. Also für schnelle, kurze Action zwischendurch sind auf jeden Fall genug Spieler da. Okay, also Team Deathmatch habe ich jetzt nicht ausprobiert, da ich denke, dass die Team-Sachen werden sich nicht großartig anders spielen als die Conquest-Sachen. Soweit ein schnelles, actionreiches Arena-Spiel, das in der Hinsicht zumindest ganz einsteigerfreundlich ist. Also ich habe ja immerhin ein paar Abschüsse hinbekommen. Ein bisschen wird die Ausrüstung schon ausmachen, dass man dort ganz gut mitziehen kann. Also, bis zum nächsten Mal bei Angeschaut und Ausprobiert. Tschüss.